Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Mein Name ist Edita Kötter. Ich mache Projektleitung am RLI für 3 Projekte, die unterschiedliche Themen haben. Ein Projekt beschäftigt sich mit Netzen und Netzausbau, ein Projekt beschäftigt sich mit der Kopplung von Strom und Wärme, ein Projekt beschäftigt sich mit Einspeisezeitreihen. Was diese Projekte allerdings alle gemeinsam haben, ist ein Open-Source-Ansatz, den wir so radikal wie wir können versuchen umzusetzen. Und einige von den Projekten laufen jetzt auch schon eine ganze Weile, über 2 Jahre. Und in diesen 2 Jahren haben wir Erfahrungen gesammelt, die wir gerne mit euch teilen möchten. Und mein Ziel wäre es einerseits, das, was wir bisher über Lizenzierung, über Open Science, Open Source gelernt haben, an euch weiterzugeben. Und andererseits aber auch zu sehen, ob wir vielleicht so etwas aussprechen können, vielleicht ganz am Ende, was wir als Empfehlung für die Wissenschaft sehen, wie es weitergehen kann mit Open Science und vielleicht Wege finden, die zu empfehlen sind, einzuschlagen. Nochmal Open Science, was ist das und wie kommen wir dazu? Open Science ist jetzt erstmal nicht als Oberbegriff klar definiert, es ist einfach eine Methode zur Verbreitung von Wissen. Und es gibt eine Aufteilung und Unterkategorien, die wir ganz hilfreich finden, ist nämlich die Aufteilung in verschiedene Aspekte in offene Methoden. Das heißt, ich lege offen, wie ich zu meinen Ergebnissen gekommen bin. Ich dokumentiere es gut und zwar auch so, dass möglichst viele Menschen daran teilhaben können. Wir haben Open Source, das heißt, die Mittel, mit denen ich meine Methoden umsetze, lege ich offen. Und das ist durchaus definiert als Hard- und Software. Wir haben offene Daten, das heißt, alle Daten, die wir verwenden, können wir Open Source machen. Und ist Teil des Open Science Prozesses. Und das betrifft sowohl die Input-Daten, die Zwischenergebnisse, als auch die Ergebnisdaten. Wir haben Open Access, das heißt, wir wollen möglichst vielen Leuten den Zugang dazu ermöglichen, und zwar nicht nur irgendwie das ins Internet stellen, sondern, wenn es irgendwie geht, auch ein Open Peer Review dazu tun. Das heißt, die Peer Review Prozesse möglichst transparent machen und klar haben, wie die geschehen, wer da was gemacht hat. Und dann gibt es die Lehrmaterialien, also alles, was wir in der Lehre einsetzen, dass diese Materialien auch offen sind und möglichst vielen Leuten zugänglich sind. Der Titel ist ja Lessons Learned and Best Practice, deswegen habe ich diese Präsentation auch in 2 Teile geteilt. Der erste Teil ist wirklich, was haben wir in unseren Projekten gelernt? Was haben wir wirklich an Fakten gelernt? Das zweite ist, was machen wir daraus aus diesen Erkenntnissen, die wir gewonnen haben? Wie wenden wir die jetzt an in unserer täglichen Arbeit? Was für Prozesse, was für Tools, was für kleine Brücken haben wir uns gebaut, um diese Erkenntnisse, die wir haben, auch wirklich anzuwenden, um eben dieses Open Science wirklich einfach umzusetzen, weil es ist Arbeit. Es geht nicht einfach, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt und drücken den Knopf und dann haben wir Open Science. So funktioniert das leider nicht. Wenn wir irgendwie Open sagen, dann meinen wir diesen gesamten Komplex und den versuchen wir jetzt so ein bisschen einzugrenzen. Wir haben in Deutschland das Urheberrecht und dieses Urheberrecht schützt jegliche Art von Werken. Und ein Werk ist immer etwas, was ich herstelle. Das kann unter anderem sein, ich schreibe ein Buch, ich male ein Bild, ich singe ein Lied, nehme das auf, ich mache ein Video, aber auch ich programmiere eine Software, ich erstelle eine Tabelle, ich erstelle eine Grafik aus dieser Tabelle. Das heißt, wir haben das Urheberrecht, das schützt den Autor, der Autor in dem Fall oder den Rechteinhaber dieser Werke. Das heißt, wie kriegen wir jetzt dieses Urheberrecht, das eigentlich alles schützt und das sagt, niemand darf jetzt irgendwas verwenden, was jemand hergestellt hat. Wie kriegen wir das jetzt umgangen, dass wir sagen können, ich möchte aber, dass du mein Werk nutzt. Das gibt es die eine Sache. Man kann einen Vertrag aushandeln mit dem Autor. Das heißt, jeder Nutzer oder jeder Konsument muss dann selber mit dem Hersteller des Werkes einen Vertrag aushandeln. Oder man sagt, okay, ich möchte aber, dass das alle haben und ich möchte das nicht, dass jeder extra ankommt und mich fragt, darf ich das oder nicht? Deswegen mache ich eine Lizenz drauf. Und diese Lizenz ist quasi dieser Vertrag mit der Allgemeinheit. Ihr dürft das nutzen. Und zum Beispiel, wenn wir dann um Open-Source-Lizenzen oder Open-Lizenzen, offene Lizenzen reden, dann beinhalten die immer diese 4 Rechte. Das heißt, wenn ich jetzt Nutzen sage, ein Werk Nutzen, meine ich damit im Offenbereich immer diese 4 Rechte, diese 4 fundamentalen Rechte nach Stallman. Das heißt, dann ist eine Lizenz offen. Und das ist egal, ob das eine Lizenz für eine Bilddatei ist oder eine Lizenz für Modell. Manche Lizenzen haben dann neben diesen Rechten sagen, okay, du kriegst diese Rechte uneingeschränkt, nicht ganz uneingeschränkt, du kriegst noch Pflichten dazu. Du musst halt noch irgendwas dazu machen. Diese Pflichten sind in dieser Lizenz festgeschrieben, in diesem Vertrag.
Und in den meisten Lizenzen ist auch festgeschrieben, wenn du eine von diesen Pflichten brichst, dann fallen auch deine Rechte weg. Und wenn die Rechte wegfallen, fällt man oben ins Urheberrecht und begeht eine Urheberrechtsverletzung. Das heißt, wenn man diese Lizenz wählt, dann hat man Rechte und Pflichten, die beide beachtet werden müssen. Und meistens ist das ja nicht so, dass ich selber nur der Autor bin. Ich bin ja meistens im Angestelltenverhältnis. Das heißt, ich habe eine Firma, die mich bezahlt. Im Arbeitsrecht in Deutschland ist das so geregelt, wenn jemand dir Geld dafür gibt, dass alles, was du während deiner Arbeitszeit herstellst, gehört der Firma. Das heißt, auch das Institut oder die Firma darf eigentlich nur diese Lizenz vergeben. Ich persönlich darf diese eigentlich nicht vergeben. Sondern der Nutzer schließt eigentlich diesen Vertrag dann mit meiner Firma, die mich bezahlt. Da kann ich dann damit auch Geld verdienen. Diese Lizenz, wenn du sagen, das ist diese grüne Symbol, das ist eine freie Lizenz, dieser Rechteinhaber hat jetzt ein Werk erstellt. Und das Werk, wenn es die Freiheiten beinhaltet es auch die Freiheit, damit Geld zu verdienen. Weil frei heißt ja wirklich frei. Ich darf damit fast eigentlich alles machen. Und das heißt, der Nutzer hat jetzt die Möglichkeit, dieses Werk zu beziehen, weil es sollte ja wahrscheinlich irgendwo veröffentlicht sein, kann das kostenlos nutzen. Er kann aber auch, es kann auch ein Vertrieb, das kann auch eine Firma selber sein, es kann aber auch eine unterschiedliche Firma sein. Die hat nämlich die gleichen Rechte und Pflichten, kann ich auch auf diesen Vertrag berufen, ich habe die Freiheit, damit sogar Geld zu verdienen. Das heißt, ich verkaufe dir dieses Werk, du kannst das jetzt von mir haben, dann sagt der Nutzer, ja, wenn du das genau das gleiche Produkt hast, dann nehme ich doch das, was kostenlos ist, ohne Geld. Aber die Firma sagt, ich biete dir noch einen Extra-Service, du kriegst noch einen Speicherplatz dazu, du kriegst noch wenn was nicht funktioniert, kriegst du noch einen Service dazu, du kriegst noch irgendwelche Extra-Features. Also das ist ein bekanntes Geschäftsmodell im Open-Source-Bereich, dass es halt eine Basisfunktion frei zur Verfügung steht und man extra zusätzliche Service mit vertrieben wird, um halt ein Geschäftsmodell aufzubauen. Also das ist ganz wichtig, dass diese offenen Lizenzen das eben auch garantieren. Es gibt auch Lizenzen, die sagen, die sind nicht kommerziell, die verbieten diesen kommerziellen Verkauf. Dann kratzen sie aber hier an den offenen Bedingungen, an den offenen Rechten. Dann sind sie nicht mehr offen nach Stallman. Es soll einfach nur zeigen, dass eine kommerzielle Verwertung von offenen Produkten auch möglich ist. Man sollte dann natürlich dann eine faire Praxis haben, zu sagen, okay, dieser Service ist auch wirklich ein Mehrwert und das ist kein Schlangenöl, also irgendetwas, was irgendwie einen Mehrwert vorgaukelt, aber in Wirklichkeit irgendwie überhaupt gar kein, vielleicht sogar schlechter ist, nur um Geld zu verdienen. Und hier kommen wir auch schon so langsam so ein bisschen detaillierter rein. Und zwar, es war das, was wir auch am Anfang schnell feststellen mussten, ist diese unterschiedlichen Arten von Lizenzen. Und die kann man eigentlich relativ gut im Energiebereich in drei Hauptkategorien teilen. Und das sollte man halt auch im Urheberrechtsbereich immer tun. Und zwar in Software-Lizenzen, die eben diesen Open-Source-Bereich abdecken. Also Energiesystemmodelle, Software, Programme, den Quellcode, Codeschnipsel oder auch Skripte einfach. Also den ganzen Software-Bereich, der irgendwie was ausführt. Im Datenbereich, also Tabellen, Datenbanken, Listen, sind Datenlizenzen notwendig, um diese Dateien zu lizenzieren. Und natürlich im Content- oder auch Artwork-Bereich genannt, das wird dann auch zusammengefasst und alles Übrige, Bilder, Musik, Videos, Karten, halt alles, was man so aus diesen Daten und Erkenntnissen herstellt. Man kann theoretisch auch seine Daten mit einer Software-Lizenz lizenzieren, aber dann fehlen halt in diesem Vertrag bestimmte Aspekte. Und jemand, der pfiffig ist und einen Anwalt hat, der kann dann sagen, aber hier habe ich dieses Schlupfloch gefunden, ich kann das jetzt doch irgendwie machen. Und dann habe ich mal einen Blick geworfen auf GitHub, Plattform zum Tauschen von Software, von Code, und habe eine Tabelle gefunden, die war nicht lizenziert. Das heißt, ich konnte diese Tabelle jetzt nicht benutzen, aber ich konnte aus dieser Tabelle mehr oder weniger eine Grafik erstellen und habe den Link dafür angegeben, wissenschaftlich korrekt. Ich habe gesagt, okay, ich mache diese Grafik, die halt die Zahlen nicht enthält, aber es zeigt die Verteilung der Lizenzen auf GitHub. Man fällt dann auf, MIT-Lizenz, eine der bekanntesten im Software-Bereich. Und dann gibt es hier Other, die wo alle anderen reinfällt, mehrere GPL-Lizenzen, AGPL, LGPL, GPL V2, V3. Wir haben Apache-Lizenz und BSD-Lizenzen. Das heißt, wir haben ein großes Spektrum an verschiedenen Lizenzen. Und dann ist erstmal die Frage, warum gibt es denn so viele verschiedene Lizenzen? Was unterscheidet diese Lizenzen voneinander? Also einmal, die gehören zu diesen typischen Familien, die man vielleicht schon kennt, von denen ist eine der bekanntesten Creative Commons. Die
Lizenz. Eine sehr große Lizenzfamilie. Und die anderen sind halt auch Lizenzfamilien, die man im Softwarebereich vielleicht mal gehört hat. Und jetzt wollen wir auf diese Unterschiede von diesen verschiedenen Lizenzen eingehen. Und da habe ich mir die Creative Commons rausgesucht, weil die erstens einen sehr, sehr gut aufbereiteten Eigensatz haben und dass man sehr einfach verständlich daran erklären kann. Wenn sie offen sind, räumen diese Rechte ein an einem Werk. Die Pflichten, die unterscheiden sich bei den Lizenzen. Da haben wir hier oben angefangen, Dero, wie der Name schon sagt, wir haben eigentlich keine Pflichten. Das ist dann auch gemeinfrei oder im Englischen Public Domain. Das ist ungefähr so, wenn der Urheberrecht eigentlich nicht existieren würde. Man darf dann alles machen. Der zweite Zusatz, der eigentlich der meistbenutzte Zusatz ist, ist der Attribution. Das wird auch oft mit dem BY, mit dem Y abgekürzt. Das heißt, ich habe eine einfache Namensnennung. Der nächste Zusatz ist schon sehr spezieller. Das ist ein sogenannter Share-alike oder Copyleft, wird er auch oft genannt. Das ist eine Bedingung, die sagt, wenn du mein Werk benutzt, dann musst du alles, was du aus diesem Werk wiederherstellst, also wenn du es kopierst oder es weitergibst, muss das die gleiche Lizenz beinhalten. Das heißt, diese Lizenz einmal auf mein Werk draufgedrückt, wird auf alle folgenden Werke ebenfalls auch verwendet. Es wird auch oft als virulente Lizenz bezeichnet. Zwei Pflichten, die sind in der Creative Commons drin. Das heißt, eine Non-Commercial und eine Non-Derivative. Das heißt, keine Veränderung, keine Bearbeitung. Das war das, was wir mit unserem Rechtsanwalt, Dr. Jäger, der hier in Berlin sitzt, in den Open-Projekten zusammen besprochen haben. Das heißt, wir sind in diesen Projekten, haben wir gesehen, wir haben diese verschiedenen Aspekte und wir müssen die jetzt irgendwie von einem Profi untersucht haben. Das heißt, alles, was ich hier sage, hat natürlich kein Gewähr, ich bin kein Anwalt, aber das sind Sachen, die wir von unserem Anwalt quasi bestätigt bekommen haben, das, was ihr macht, dass wir es so verstehen und dass wir es so auch weitergeben. Genau, praktische Anwendung. Ich möchte ein lizenziertes Werk nutzen. Ganz einfach, als allererstes, ich schaue dieses Werk, da ist ein Download-Link. Bevor ich auf den Download-Link klicke, gucke ich, ist dieses Werk lizenziert. Das heißt, ich muss lernen, auf eine Lizenz zu achten. Manchmal ist das natürlich gemein, weil diese Lizenz erst beim Download in dem Ordner mit drin ist. Da steht dann erst drin, ach ja, dieses Werk ist lizenziert. Wenn es da nicht drin steht, dann würde ich quasi eine Urheberrechtsverletzung begehen. Die praktische Anwendung, wenn ich jetzt ein neues Werk kreiert habe, da wird es ein bisschen komplizierter. Weil ich habe jetzt zum Beispiel ein Werk kreiert, eine Tabelle oder einen Datensatz. Wir haben festgestellt, es macht mehr Sinn, ein offenes Dateiformat zu wählen, also nicht eine Excel-Datei oder eine Oracle-Database, die halt wieder eine kommerzielle Software benötigt, um das aufzumachen. Das widerspricht so ein bisschen diesem offenen Gedanken. Das heißt, ich wähle ein offenes Dateiformat, was jeder einlesen kann, plattformunabhängig. Und ich versuche halt, das womöglich gut zu beschreiben, dass ich nicht einfach nur irgendwie Zahlen dahin werfe, weil wenn ich möchte, dass das jemand benutzt, soll er das auch verstehen, was ich da gemacht habe. Das heißt, ich gebe an, wie die Spalten heißen, ob Abkürzungen verwendet worden sind, wie die Einheiten sind, ob es Kilowatt oder Megawatt sind. Das vereinfacht einfach das Nutzen. Und dann habe ich das Problem, ich muss eine Lizenz wählen. Und da kommt dann natürlich dieser große Blumenstrauß an möglichen Lizenzen ins Bild. Und dann haben wir mal hier diese kleine Matrix aufgespannt, wieder aufgeteilt nach Software, Daten und Artwork-Lizenz. Das heißt, ich habe eine Tabelle, ich gehe in diese Spalte rein und sage, okay, ich möchte, dass niemand das nutzt. Das heißt, ich brauche es einfach nicht lizenzieren. Oder ich kann einen Kaufvertrag machen, das ist proprietär, das ist keine Lizenz oder sogar keine offene Lizenz, die wir vorhin hatten, mit Einschränkungen. Das heißt, ich dürfte es nicht verändern, kann ich auch wählen. Also hier könnte das auch den CC bei Non-Derivatives sein, könnte auch für Daten sein. Jetzt habe ich hier noch die Wahl, möchte ich das jetzt nur offen haben oder möchte ich das jetzt offen mit einem Share-Alike haben. Und das heißt, dann kann ich halt verschiedene Lizenzen wählen, also im Datenbereich, ODBL, CC by SA, wie sieht man wieder diese Abkürzung, also Attribution, Share-Alike oder hier typische Lizenzen wie GeoNutzV-Verordnung in Deutschland, das ist ein Gesetz, ist aber eigentlich auch ein Lizenz. Typ ist. Das heißt, ich habe hier schon mal die Wahl, in welche von den beiden geht und was für ein Werk habe ich und kann damit schon mal auswählen. Das hat mir aber jetzt immer noch nicht weitergeholfen, soll ich jetzt offen oder soll ich jetzt Share-Like machen. Deswegen dazu noch mal eine Folie. Ich habe zwei Werke. Ich möchte das eine nur mit einem Attribution. Ich habe hier oben wieder mein Zeichen zur Lizenzierung. Das eine ist eine Share-Like-Lizenz, das andere ist nicht eine Share-Like-Lizenz.
hier habe ich die Möglichkeit, das ist sehr frei. Das heißt, jeder Nutzer kann dieses Werk nehmen und kann daraus machen, was er möchte. Er kann das auch proprietär nehmen. Er kann es auch verkaufen, er kann es auch nicht lizenzieren. Er kann auch eine Share-Like-Lizenz draufpacken. Er kann auch einfach nur eine andere Lizenz draufpacken. Das heißt, hier mit diesem ist die Möglichkeit, dass alles damit passieren kann. Die Share-Like-Lizenz sagt ganz klar, wenn man Werk nutzt, dann muss alles, was da rauskommt, die gesamte Kette dahinter, auch immer wieder Share-Like bleiben. Das nochmal, um das so grafisch zu visualisieren, was das bedeutet. Eine Nachfrage. Klar. Share-Like schließt jetzt eigentlich per se noch keine kommerzielle Nutzung aus. Nein. Weil er könnte da noch irgendwelche Dienstleistungen anbieten. Genau. Wie auch immer. Ja. Genau, das ist also diese Share-Like, das Grün bedeutet immer, dass diese vier Rechte beibehalten werden. Also, ich konnte mich jetzt immer noch nicht richtig entscheiden, aber ich weiß, ich habe eine Lizenz gewählt, ich habe irgendwie einen Rechteinhaber festgelegt, das ist meine Firma. Ich wähle die Lizenz passend zu meinem Datentyp, Datenlizenz zu Daten, Softwarelizenz zu Software und ich lege diese Pflichten fest. Und dann veröffentliche ich noch meine Daten, am besten noch mit diesen Metadaten, wie sie nennen, was diese Daten beinhalten, maschinenlesbar als Metadaten mit dazu und stelle das Ganze online. Und ich habe meine Daten frei der Welt zur Verfügung gestellt. Metadaten ist ein Thema, womit ich mich das letzte Jahr auch sehr beschäftigt habe, weil wenn man diese ganzen Daten, riesigen Datenmengen hat, dann macht es irgendwie Sinn, diese Daten in einem maschinenlesbaren Format abzuspeichern, dass ich auch weiß, was ich da überhaupt habe, ob es überhaupt richtig ist, welche Lizenz das hat. Und das halt in einem Format zu wählen. Da gibt es halt hier einen Ausschnitt von einem Metadatensatz, den wir gewählt haben. Ich kann hier eingeben, welche Quellen ich verwendet habe, als Liste. Das heißt, ich kann sagen, hier, ich habe ein Bild gewählt. Das kommt da und daher von der URL. Das hat die Lizenz, die darf ich benutzen. Und das ist der Copyright-Owner, weil ich den ja vielleicht attributen muss. Also ich muss den nennen. Deswegen fasse ich das direkt hier ein. Und hier unten sage ich, ich habe ein neues Werk kreiert und ich gebe dem jetzt diese Lizenz, ein bisschen detaillierter. Das heißt, Lizenzen haben noch eine ID, es gibt noch einen speziellen Namen, verschiedene Versionen haben wir ja gesehen und noch mal menschenlesbare Instructions. Um das jetzt mal zu zeigen, habe ich mir letzte Woche die Mona Lisa runtergeladen von Leonardo da Vinci. Der ist schon mehr als 70 Jahre tot, das heißt, es ist Public Domain. Ich hätte das hier gar nicht schreiben müssen, ich kann damit machen, was ich will. Ich habe die Mona Lisa genommen, habe von Wikipedia von einem User ein Foto von dem Windpark genommen und unter Wikipedia ist oft Sachen CC BY SA 4.0 lizenziert. Das heißt, ich muss diesen Autor nennen, habe ich getan, und Share-Alike ist drin. Ich möchte jetzt hier das Bild erstellen, das habe ich auch gemacht mit Photoshop, mit einer offenen Photoshop-Version und habe gesagt, die Mona Lisa likes Windpower. Ich habe mir die Windkraftanlagen hinten reingeschoppt und habe jetzt ein neues Werk erstellt. Ich bin der Autor. Ich habe das während der Arbeitszeit gemacht, nicht am Wochenende. Das heißt, meine Firma ist der Rechteinhaber. Und ich muss dieses Werk wieder unter CC BY SA stellen, weil Share-Alike. In den Metadaten, die ich dann natürlich dazu gepackt habe zu meinem Bild, sieht das so aus. Ich habe die Mona Lisa verwendet mit dem Text von Wikipedia, dem Link von Wikipedia, der Lizenz. Ich habe den Windpark benutzt von dieser Seite aus Niedersachsen, irgendein Bild war das, die Lizenz dazu gewählt, den Copyright Owner und speichere hier unten ab, welche Daten das neue Bild hat. Das heißt, wir haben hier ein Tool mit diesen Metadaten geschaffen, um diese Informationen, die notwendig sind, um die Gesetze einzuhalten, auch relativ simpel einfach abzubilden. Jetzt kann ich jemandem das Bild schicken und schicke ihm diese Metadaten dazu. Er kann da reingucken, wenn er das versteht, sieht er direkt, okay, du hast die verwendet, hast das neue Werk hergestellt. Wenn ich jetzt das hier wieder verwenden möchte, kann ich das wieder quasi als neue Quelle oben hinzufügen und mein neues Werk wieder als License wählen. Lizenzen, die sich widersprechen, das geht definitiv nicht. Oder in den meisten Fällen geht das nicht, weil beide sagen, du musst die gleiche Lizenz wählen. Ich kann nur eine wählen. Kann nicht zwei werden. Special ist zwar unterschiedliche Credit Commons und eine andere Share-Like. Genau, ja. Also, wenn es die gleiche Share-Like-Lizenz ist, dann geht es wiederum. Weil es natürlich die gleiche Lizenz bleibt, egal von welchen von den beiden sie kommt. Aber zwei unterschiedliche, also SA2 und SA1, da haben wir ein Problem. Auch schon eine Fortentwicklung von einer bestimmten, verschiedene Version einer Lizenz. Genau. Also, da gibt es relativ komplizierte Matrizen, welche Matrizen,
Tabellen, welche Lizenzen mit welchen kompatibel sind und welche nicht. Das heißt, man muss schon fast aufpassen mit den Share-Like-Lizenzen, weil man eigentlich das pervertiert, sozusagen, was sie eigentlich wollen, wenn man sie ihre Maschine hat. Genau. Hier nochmal, ich glaube, das ist relativ am Ende. Nochmal, ich habe jetzt hier zum Beispiel den Daten, die haben nur eine BY-Lizenz und ich habe hier zwei verschiedene Modelle. Das eine hat eine Share-Like-Modell, eine Share-Like-Lizenz, das andere nicht. Ich tue die Daten einmal in dieses Modell und hier kommt was raus und ich tue die Daten einmal hier rein. Und die Lizenzen von den Modellen beeinträchtigen das Ergebnis der Daten nicht. Es ist egal, ob ich die Mona Lisa mit einem Photoshop, was eine gekaufte Lizenz ist, oder mit GIMP, mit einer offenen Lizenz. Das ist egal, mit welchem Pinsel ich das Bild male. Es ist egal, mit welchem Code ich diese Daten verarbeite. Die tangieren sich nicht. Wenn ich diese beiden Modelle mischen würde, das würde was anderes geben. Wenn ich Software in Software mische oder Daten in Daten, aber Daten, die ich in eine Software schicke, werden nicht durch diesen Share-Like gezogen. Das ist eine relativ wichtige Erkenntnis, die wir hatten. Das gleiche hier bei den Daten. Ich habe die Share-Like-Daten und mache davor eine Tortengrafik. Das ist ich wähle dafür eine Content-Lizenz und es kommt was anderes raus. Das ist nicht ein Share-Like. Auf dem Bild. Aber das Data BY auf der linken Seite determiniert das Data BY und genau. Genau. Ich kann aber theoretisch das hier jetzt neu lizenzieren. Wenn jetzt von diesen Daten hier nichts mehr vorhanden ist, wenn man das nicht zurückrechnen kann, dann kann ich sogar hier neu lizenzieren. Ich muss halt nur. In Klammern Anwalt fragen. In Klammern Anwalt fragen. Weil der genau prüfen muss, sind diese Daten so weit verändert, dass man dass die nicht mehr enthalten sind. Ist das dann das eigene Werk? Ja. Ja. Genau, also der Anwalt, den habe ich gefragt, was ist denn, wenn ich den Datensatz nehme, ich nehme alles mal 10 und mache irgendwo an den nächsten Nutzer eine Notiz, dass es alles mal 10 genommen ist, dann habe ich ja andere Daten. Und dann sagt er, nee, das ist zu einfach. ist auch klar, aber dann braucht es nicht mehr viele Schritte und ich habe schon ein neues Werk. Genau, das zum Beispiel. Wenn man die räumliche oder zeitliche Auflösung verändert, dann ist es natürlich ganz schnell ein neues Werk. Also ich mache aus 100 Messpunkten den Durchschnitt und mache noch eine andere Messgröße mit rein. Also der Anwalt meinte, dieses Zurückrechnen ist wichtig. Und in unseren Projekten jetzt nochmal zum Abschluss nochmal so ein Extrembeispiel. Wir haben so eine Notation uns ausgedacht, wo wir jetzt zum Beispiel so ganze Programmabläufe zeigen. Das war jetzt aus dem OpenThread-Programm, wo wir sagen, wir haben hier ein Cosmo CL, also ein Wetterdatenaufbereitungsmodell, das bekannte Wetterdaten nimmt, unter einer Lizenz stehend, daraus höher aufgelöste Wetterdaten erzeugt mit mehr Windgeschwindigkeiten auf verschiedenen Höhen, das heißt einen aufbereiteten Wetterdatensatz, den wir dann wieder selber, oder das HZG oder Projektpartner selber lizenzieren kann. Dann haben wir Modelle, die wiederum unter einer Software-Lizenz stehen, die wir benutzen, um Einspeisezeitreihen herzustellen. Diese Daten können wir wieder lizenzieren und daraus machen wir Auswertungen, Karten und Grafiken, die wir dann auch wieder selber lizenzieren können. Also diese Ketten, das ist jetzt sehr stark vereinfacht, das ist uns von einem anderen Projekt, ist das glaube ich mittlerweile 2 Meter lang, wenn man das ausdrucken würde. Diese ganzen Datenflüsse mit allen verschiedenen Datenlizenzen, die dann ineinander greifen, es ist kompliziert, aber man hat dann auf einen Blick, sieht dann, welche Lizenzen wie wo ineinander greifen und dass man da keine Konflikte erzeugt. Aber das ist ja im Moment auch zu lösen. Ja, ein Riesenflickenteppich, genau. Und es gibt ja die Möglichkeit, das wird jetzt auch schon vorangetrieben, dass man über die Nebenbestimmungen dann zumindest bescheiden auch ja, quasi voraussetzt, dass die Daten dann öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja. Und beschränkt sich das bisher auf die Daten? Also man kann das ja im Prinzip auch weiterdenken. Ja, das Problem ist, also dieses Lizenzrechtliche, das, also hier diese ganze Juristerei drin, das steckt ja noch irgendwo in den Kinderschuhen. Ne? Also, und das dann wirklich konkret zu definieren, ist natürlich jetzt so die Schwierigkeit. Und das ist wahrscheinlich dann auch eher Aufgabe der Szene. Man kann unendlich viele Lizenzen wählen und man kann sogar jederzeit einen neuen Vertrag aufsetzen, aber in diesem Kosmos zu bleiben, ist relativ sinnvoll. Weil auch rechtlich ja schon sind, ja. Dann diese Creative Commons, das wurde dann schon so auf Weile geklagt sozusagen und dann weiß man ganz genau, was die Rechte sind. Ja. Die sind weit besprochen und deswegen macht es wahnsinnig viel Sinn, dass zum Beispiel alle die Creative Commons EY-Lizenzen in der Energiewirtschaft jetzt nutzen und dann gibt es auch nicht dieses Lizenz-Crash-Problem und so weiter. Ja.